Wir erforschen die Nervenzellnetzwerke im Gehirn. Welche Nervenzellen reden mit welchen anderen? Ein Forschungsfeld, das wir inzwischen Connectomics nennen. Weil es um die Verbindungen, die Connections geht, also darum, welche Nervenzellen mit welchen anderen wie intensiv sprechen oder kommunizieren. Und Omics, weil es so wahnsinnig riesige Datenmengen sind. Ähnlich wie man das aus der Genomik kennt, wo es auch darum ging, riesige Mengen von genetischer Information zu kartieren, so wollen wir die Nervenzellverbindungen kartieren. Als ich angefangen habe, mich für die Hirnforschung zu interessieren, wurde mir jetzt schnell klar, dass wir zwar schon viel wissen über Nervenzellen, wie die so funktionieren, dass aber das eigentliche Faszinosum im Gehirn das Netzwerk der Nervenzellen ist. Weil das ist komplizierter als alles, was wir kennen. Das ist komplizierter auch als unsere sozialen Netzwerke. Die Nervenzellen haben eigentlich mehr Freunde als wir, jede einzelne. Wir haben 86 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn. Das ist ein wahnsinnig komplexes Netzwerk. Und dieses Netzwerk endlich zu entschlüsseln, es zu vermessen, das fasziniert mich einfach. Wir stehen in der Hirnforschung noch viel mehr am Anfang als in fast allen anderen Forschungsgebieten. Was bedeutet, wir verstehen manches, aber eigentlich viele grundsätzliche Dinge noch gar nicht. Und aus meiner Sicht sind eben die Nervenzellnetzwerke und ihre Struktur eins der wichtigsten offenen Themen in der Hirnforschung. Und da sind wir dran. We'll be right back.